Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal solltet ihr entweder schon selbst einen Charakter gebaut haben, entweder im letzten Tutorial, oder ihr habt euch die Roboterdatei, die ihr vor euch seht, bei uns in Google Drive runtergeladen. Den Link zu diesem Modell findet ihr im letzten Video. In diesem Teil kümmern wir uns darum, dass unser Charakter erstmal für das Rigging bereit gemacht wird. Das bedeutet, als erstes sollten wir prüfen, wie groß ist eigentlich unser Charakter. In meinem Fall ist er jetzt 2,12 Meter. Das ist jetzt die Datei, die ich euch exportiert habe. Euer eigener Charakter kann natürlich völlig andere Größenangaben haben. Darum schaut, dass er ungefähr so groß ist, wie ihr ihn später auch in einem Spiel zum Beispiel verwenden möchtet. Also da einfach mit S einfach eine Höhenangabe finden, die euch angemessen erscheint. Schaut auch, dass sonst kein anderes Mesh mehr in eurem Objekt enthalten ist, außer das, was ihr haben wollt. Das ist also der erste Punkt. In dem Falle mal einen Tab machen und gucken, ob noch ein Modifier nicht applied ist. Wenn das der Fall ist, in den Modifier-Tab wechseln. Bei der Reihenfolge unserer Modifier ist es wichtig, manche bauen aufeinander auf, manche müssen an erster Stelle stehen, manche an zweiter. Ein Multi-Resolution-Modifier zum Beispiel muss immer ganz am Anfang stehen und dann kommen die anderen darunter. In unserem Falle ist die Reihenfolge egal, ob wir erst die Spiegelung anwenden und dann den Subdivide oder erst den Subdivide und dann die Spiegelung. Ich werde es einfach von oben nach unten machen. Erst die Subdivision, deswegen ist er dennoch gespiegelt und das ist völlig in Ordnung. Und danach mache ich noch den Mirror. Dazu muss ich wieder zurück in den Object Mode und damit hat sich's erledigt. Jetzt ist unser Charakter fertig. Also der erste Schritt ist, alle Modifier anwenden. Das ist ganz wichtig. Dann schauen, ob unsere Größe passt. Unser Charakter ist momentan auf 2,12 Meter Größe. Das möchten wir aus reinen Schönheitsgründen genau auf 2 Meter ändern. Dann auf Steuerung A, All Transforms. Damit habt ihr eure Skalierung, eure Rotation und eure Lokation, also den Origin-Punkt von eurem Charakter fixiert. Ihr habt beim Export keine Probleme, euer Origin ist genau hier unten in der Mitte. Vorher kann man natürlich noch prüfen, bevor man das macht, ob die Füße auf dem Boden sind. In dem Falle nicht ganz perfekt, wir können sie noch ein Stück nach unten ziehen, aber das ist im Grunde völlig egal. Wichtig ist, dass ihr so zufrieden seid, so soll der Charakter stehen. Er steht hier mit der X-Achse zu den Seiten, die Arme auf der X-Achse, die Y-Achse nach vorne und er ist aufrecht in der Frontansicht und seitwärts in der Seitenansicht. Und das reicht mir auch schon, nochmal ein Steuerung A, All Transforms, damit wir unseren Scale fixiert haben und er sich später nicht nochmal verändert. Ihr solltet also hier 000 sehen, 000 und 111 und damit ist alles völlig in Ordnung. Die unteren Werte sind nach eurem Belieben. Ich empfehle aber, einen nicht allzu großen Charakter und keinen allzu kleinen zu bauen. Das heißt also keinen 2 cm großen und keinen 200 Meter großen Charakter. Das kann später tatsächlich Probleme bringen. Jetzt haben wir das erste Mal das Wichtige geschafft. Nun sollten wir unser Mesh nochmal kontrollieren. Da haben wir jetzt verschiedene Methoden. Einmal müssen wir die Normals prüfen. Das habe ich ja bereits in einem Tutorial erwähnt. Wird aber immer wieder gemacht, damit wir sicher gehen, dass wir später keine Probleme haben. Das heißt, wir können einfach mal grob eine Sichtprüfung machen, ob wir irgendwo rote Flächen haben. Das sieht in Ordnung aus. Das passiert sehr schnell, schon allein bei einem Skalieren ins Negative oder weil wir irgendwelche Flächen im Nachhinein eingesetzt und gelöscht haben. Dabei kann sowas vorkommen. Gut, die Face Orientation sieht in Ordnung aus. Als nächstes möchten wir noch gucken, ob wir doppelte Vertices haben durch eine Kopie zum Beispiel, wenn wir hier ein Objekt kopieren, also mit Shift-D und Rechtsklick wegklicken, dann ist es auf den ersten Blick gar nicht so leicht, es zu erkennen, dass wir hier ein doppeltes Objekt haben und ein Objekt mit doppeltem Mesh. Von daher sicherstellen. Ihr könnt einfach alles markieren und dann mit F3 Merge by Distance
Das ist unter Mesh Cleanup. Das ist jetzt nur in der 2.9 jetzt neu, dass genau angezeigt wird in einer Suchfunktion, wo dieser Pfad oder diese Funktion zu finden ist. Die 2.8 und die 2.9 haben nicht sonderlich viele Unterschiede, also nicht so stark wie zum Beispiel 2.7.9 zu 2.8, als dass ich jetzt eine neue Tutorial-Reihe aufgemacht habe. Ich habe also mitten im Tutorial eigentlich geschwenkt von der 2.8.3 auf die 2.9 in Blender und habe das nicht großartig erwähnt. Ich habe bloß unsere Tutorials einfach umbenannt von der Blender 2.8 Serie, einfach nur auf Blender Tutorial Reihe. Es hat sich nicht sonderlich viel getan und wenn sich etwas getan hat und ihr es sonst nicht wiederfindet oder irgendwelche Unterschiede feststellt, versuche ich darauf hinzuweisen. Wir sagen Merge by Distance. Das macht nichts anderes, außer Vertices, die innerhalb einer bestimmten Distanz sind, zusammenzuschmelzen zu einem. In dem Falle hat er gerade etwas gemacht. Ich mache es nochmal rückgängig, damit ihr das seht. Also A, F3, Merge by Distance. Und er hat 130 Vertices weggelöscht. Die waren ihm zu nah beieinander. In dem Falle haben wir jetzt den Abstand auf 0,0001 Meter gesetzt. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch wieder eine Sache, warum es wichtig ist, dass euer Charakter keine außergewöhnlichen Größen hat, damit eben dieser Schwellwert passt. Das ist so ein Wert, wo man sagen muss, diese müssen schon verdammt nah aufeinander sein. Und dann reden wir schon von einem Objekt, was perfekt aufeinander ist. Wir können nach einem Merge by Distance einfach mal eine grobe Prüfung machen, ob sich irgendwelche Objekte verbunden haben, indem wir sie einfach wegziehen. Und in dem Falle ist alles in Ordnung. Jetzt habe ich ihn ausgeblendet. Da gibt es keine Probleme. Und genau das könnt ihr auch machen. Prüfen, ob sich irgendetwas negativ verändert hat, etwas verbunden hat beim Wegziehen von diesen Objekten, ob hier ein Vertice einfach mitgezogen wird. Ich wähle die gerade mit L aus. Und auch hier keinerlei Probleme. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Charakter hat irgendwie noch einfach viel zu viele Polygone, euer Rechner zuckelt, dann entfernt einfach welche. Ihr könnt selbstverständlich hier einiges an Geometrie entfernen, ohne dass es dem Charakter wirklich einen großen Abbruch tut. In dem Falle könnt ihr auch einfach dieses Mesh, wie ich es hier verwendet habe, in eine Vertex-Gruppe packen, Assign und dann Select, Mirror Select und dann nochmal ein Assign machen, dann ein Select und ihr habt beides zusammen und dann Rechtsklick, Dissolve Edges.